So, ich fahre jetzt mit Ghana ins Feld, dann koche ich mir einen Kaffee. Gestern den ganzen Tag Regen und heute mal wieder Sonne. Und jetzt zum Feierabend so richtig. Das ist schön. Ja, Allrad wäre hier natürlich besser, ne? Und ohne ATs kommst du hier auch nicht weit. Oh, da hinten ist aber sehr matschig jetzt. Naja, passt schon. Warte. Warte. Da. Endlich mal wieder Sonne. Okay, was ist das denn? Das sieht ja komisch aus, ne, Ghana? Okay, das ist hier überall in den Senken. Das sieht ja merkwürdig aus. Ich glaube, man kann es nicht erkennen, aber da hinten laufen gerade 5 Wildschweine und Ghana ist da hinten. Die hört gerade nicht, aber sie läuft auch nicht hin, Gott sei Dank. Jetzt aber schnell! Da waren Wildschweine, da muss man aufpassen. Komm her, hast du gut gemacht. Ja, ganz fein. Schön gewartet. Übrigens weiß ich jetzt, warum das so ist. Das war bis hier. War die Wasserkante. Hier stand nämlich überall Wasser. Bin hier in Pöhl, in der alten Kiesgrube übrigens. Und bis da stand Wasser. Möchte auch nicht allzu weit gehen. Vielleicht laufen da hinten die Wildschweine gleich wieder. Und hier ist nämlich immer noch Wasser. Hier sind wir sonst immer durchgegangen hier unten. Naja, es ist hier ein See. Eine Runde! Na, es muss verdammt gut riechen hier. Und da sind wir wieder. Okay, grillen wollen wir nicht, Feuer anmachen wollen wir auch nicht. Wir machen jetzt einen Kaffee im Bus. Super! Herrlich! Das ist doch mal schön, das ist doch eine schöne Entschädigung zu gestern. Jetzt gibt es erstmal schön Kaffee. Das magst du doch gar nicht. Mal probieren.